Hallo, liebe Elna, ich freue mich, dich zu sehen. Elna ist eine langjährige Freundin von mir und ja, eine wahre Prinzessin. Sag doch mal deinen echten, ganzen vollen Namen. Du willst es immer wissen. Also mein voller Name ist Prinzessin Elna Margret zu Bentheim und Steinfurt. Wow, das ist natürlich ein sehr langer Name. Da bekomme ich immer Schwierigkeiten, mir das zu merken. Wie gesagt, du darfst gerne Durchlauf sagen, das ist dann kürzer. Sehr schön. Erzähl mal, Elna, was treibt dich zur Fashion Week, was machst du hier? Was hast du gesehen? Also am heutigen Tag ist das jetzt immer, ich komme gerade von meiner ersten Show. Wir waren bei Sabanalt im Adlon und die Show war gut, waren sehr tragbare Stücke dabei. Und jetzt geht es gleich weiter zu Riani ins Zelt. Und klar, ich komme gerne zur Fashion Week, weil ich immer doch auch denke, neue Inspirationen zu finden, neue Trends. Und du siehst ja auch sehr fashionable aus. Was trägst du denn heute? Also ich habe heute eine Matthew Williamson Bluse an, einen Rock von Basler, Schuhe von Michael Kors. Total cool und ich sehe gerade deinen Schmuck, der springt mir direkt ins Auge. Ja, das ist Delice, Delice Paris von einer meiner besten Freundinnen, Ramona Agruman. Ich bin jetzt ihr kleines Testimonial. Was machst du denn? Was sind deine Fashionpläne? Du bist ja bei Unrat und Strano. Ja, da bin ich jetzt nicht mehr. Wir haben uns ja getrennt und ich mache jetzt mein eigenes Ding, einen Blog im Netz, das heißt A Princess's Diary. Und wie der Name schon sagt, ich berichte einfach von meinen Events, von meinen Erfahrungen mit Leuten. Ich treffe Leute, ich treffe Designer. Ja, ich nehme die Leute mit auf eine Reise in meine Welt. So kann man es sagen. Dann wünsche ich dir ganz viel Glück dafür. Was sind denn deine Pläne für heute noch? Erzähl doch mal, musst du dich auch noch 10-mal umziehen? Ich muss mich heute noch 2-mal umziehen. Wie gesagt, ich fahre jetzt schnell noch nach Hause ziemlich um, gehe dann zu Riani. Aha. Dann ist heute Abend die Russian Night von der Elle. Und das Dresscode ist so ein bisschen Russian Doll. Und da mache ich mal was ganz Großes. Sehr cool, sehr schön. Wie viele Paar Schuhe hast du denn mit? Ich habe es jetzt gar nicht gezählt, aber ich glaube, ich habe mindestens 25 dabei. Lieber mehr als weniger. Also du bist schon gut ausgestattet. Ja. Sehr schön. Und würdest du gerne noch mal im Fashion-Business weiter Fuß fassen? Eigene Kollektionen oder steht da was an? Oder? Ach, geplant ist im Moment nichts dergleichen, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich bin ja einfach Fashion durch und durch. Ich kann mich da den ganzen Tag mit beschäftigen und dementsprechend denke ich, es ist nicht ausgeschlossen, dass es irgendwann mal eine Elna Margret zur Bentheim Collection gibt oder irgendwas dergleichen. Und wo wird die dann hingehen? Also ich würde mit Accessoires anfangen. Ich habe auch ehrlich schon ein paar Ideen. Ich würde eine Taschenkollektion machen. Also auf keinen Fall Leder, sondern so kleine Signature Bags würde ich machen. Richtig auffällige Hinguckertaschen. Auch für die kleinen Blogger. Also soll so im günstigeren Bereich sein. Cool. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dafür und ich drücke die Daumen und wir sehen uns ja gleich nochmal. Ja, alles klar. Tschüss. Dann.